Ob er ahnte, was auf ihn zukommt, ich glaube nicht. Ob er es ahnte, ich kann es mir nur ganz schwer vorstellen. Und auch er konnte wahrscheinlich nicht wissen, dass es ein Spiel werden wird, das die meisten der 500 Zuschauer so noch nie gesehen hatten. Es wurde ein Spiel voller Traumtore. SV Neuhof zu Gast in Flieden war 25 Minuten ein Langweiler, aber dann ging's los. Einwurf für die Fliedener. Achtet auf André Vogt, der kommt an den Ball und dann dieser klasse Schlenzer ins lange Eck. Das erste tolle Tor gespielt in diesem Moment, knapp 25 Minuten. Flieden geht 1:0 in Führung. Und weil die Tore so schön sind, heute mit Wiederholung das gleiche nochmal, sauber gemacht, tolles Tor, Flieden führt. Ja, die beiden Spione aus Eiterfeld haben es vernommen und auch Fabi Schaub war da als Gast heute, Zuschauer in Flieden. Alle mussten ihr Kommen nicht bereuen. Dann gibt es diese Ecke für Neuhof und dann achtet auf den Florian Reichler. Unfassbar ballert der das Ding und zimmert ihn in den Winkel. Ausgleich für den SV Neuhof, 33. Minute. Ja, der nächste wunderschöne Treffer hier. Es war ein komisches Spiel, denn so richtig toll war das gar nicht. Aber die Tore, die waren einfach überragend. Wow, sauber gemacht hier. Ausgleich. Und dann gibt es noch diese Szene, 41. Minute. Nico Zeller hat richtig Dusel nach dem Foul an Benne Kress hier. Boah, der Schiri pfeift kein Foul. War das rot? Ich frage euch. Daniel, du alte Rakete. Servus, Ralf. Du am Grill hier, da nehme ich doch mal prompt eine Bratwurst, gerne, mein Freund. Die esse ich lieber selber, die ist von der Metzgerei Robert Müller. Ja, war der erste Durchgang schon richtig spektakulär. Durch die beiden Tore wurde es nach dem Wechsel noch besser. Erste Szene, 54. Minute. André Vogt geht links durch und dann aufgepasst. Das macht er nicht, der macht das. Unglaublich, was ein geiles Tor von André Vogt. Wieder die Führung für Bochonia Flieden. Wahnsinn, was hier heute abging. Und natürlich die Wiederholung nochmal, die Endphase des Treffers. Unglaublich. Ja, aber wie lange kann sich Flieden über den Vorsprung freuen? Nicht lange, denn dann kommt die Situation, in der Luca Gaul gleich faul spielt im eigenen Strafraum und zwar gegen André Gümeresch und es gibt völlig zu Recht 11 Meter für den SV Neuhof. Gespielt eine Stunde, Benedikt Kress läuft an und es wird wieder spektakulär. Maxi Fritz im Tor, klasse, nochmal Kress, herausragend und dann geklärt, unglaublich diese Szenen, die sich hier abgespielt haben. Klasse pariert vom jungen Keeper, der Fliedner, vor allem der Nachschuss, sensationell rausgeholt. Dann gehen wir in die 70. Minute, Ecke für die Mannschaft aus Neuhof und dann festschnallen. Da kommt er von hinten und ballert das Ding rein. Nogueira de Sousa Junior Marcello, natürlich ein Brasilianer und das mit einer Urgewalt donnert der die Pille ins Tor. Nochmal, unglaublich. Wahnsinn, diese Tore heute hier in Flieden. Wir sind noch lange nicht am Ende. Auch wenn man es hier vielleicht mal kurz meinen konnte. Achtung, der Ball kommt zu Nikola Naumowski. Das wird doch nicht das... Nein, das wird nicht. Alles kann ja auch nicht klappen. Das wäre jetzt auch wirklich zu viel des Guten gewesen. Aber wir sind wirklich noch lange nicht am Ende. Wieder dieser Naumowski. Pfosten. Die Neuhöfer in den letzten 20 Minuten. Die klar bessere Mannschaft drängten hier auf den Sieg. Flieden, Schienen stehen K.O. Neuhof jetzt in den letzten 20 Minuten klar besser. Nochmal eine Szene des SV Neuhof. Der lange Ball nach vorne und dann kommt hier mit der Nummer 20 an den Ball. Veloso, Pedro, Enrique und klasse pariert von Maximilian Fritz im Tor der Fliedner. Und dann die nächste Situation. Abgewehrt der Ball zunächst. Und dieser Schuss von Naumowski. Haarscharf drüber, fast das nächste Traumtor, aber wir sollten noch einen Knaller sehen. Der Abschlag von Maxi Fritz, wir sind in der 88. Spielminute und dann kommt das fünfte Traumtor des Abends. Veloso, Pedro, Enrique, unglaublich, Wahnsinn. 5 Vorschläge für das Tor des Monats in nur einem Spiel.
Sowas habe ich persönlich noch nie vorher gesehen und das werden auch die wenigsten der Zuschauer bislang so gesehen haben. Riesen Jubel natürlich beim SV Neuhof. Die hatten 8 Neuzugänge in der Startformation, die am ersten Spieltag noch gar nicht zur Mannschaft gehörten. Und trotzdem zeigten die hier ein richtig, richtig gutes Spiel. Und wir zeigen euch noch einmal den entscheidenden Treffer hier 2 Minuten vor Schluss. Wahnsinn, es war die Krönung auf ein spektakuläres Spiel durch die Tore natürlich. Und das war's dann. Der SV Neuhof gewinnt die Partie in Flieden am Weiher mit 3:2 und darf völlig zu Recht jubeln.